Sie haben gesehen, dass wir das Recht durchgesetzt haben und Straftäter aus Afghanistan zurückgeschoben haben. Aus meiner Sicht ist das notwendig, damit das Vertrauen weiter existiert in den Rechtsstaat. Und ich bin froh, dass wir das mit Partnern vollziehen konnten. Es gab keine direkten Kontakte Deutschlands mit Afghanistan oder Taliban, aber wir haben das mit Partnern umsetzen können. Dafür bin ich sehr dankbar, und glaube, dass das, dem Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger auch wichtig ist. Also wir machen solche Abschiebungen immer nur rechtssicher. Das ist nach Paragraph 58 Aufenthaltsgesetz. Wenn vollziehbare Ausreisepflicht existiert, stellen wir sicher, dass wir das können. Es gibt keinen Abschiebestopp in Afghanistan, der das verhindert hätte. Insofern gehe ich auch davon aus, dass Sie dort sicher sind. Also für uns ist einmal wichtig, dass es jetzt gelungen ist, dass der Rechtsstaat Recht durchsetzen konnte. Wir werden weiter mit Partnern reden, weil wir gesagt haben, dass wir nicht mit der Taliban direkt sprechen. Insofern werden wir da auch weitermachen, in diesem Sinne, wie es heute gelaufen ist. Aber ich bitte da auch um Verständnis. Wir müssen dort sehr sensible Gespräche führen. Deswegen werde ich auch nicht auf Details dort eingehen, was Sie angesprochen haben, wegen möglicher Gelder. Das ist Sache der Länder. Deswegen verweise ich dort auch nochmal dorthin, warum Länder so etwas tun. Das ist ein übliches Verfahren, um die Rechtssicherheit herzustellen, damit man von Gerichten nicht aufgehoben wird.